Hallo Internet! Hier ist wieder Beckenzack für euch mit einem ganz schnellen, ganz kurzen Video. 14.04.2017, Karfreitag, jetzt gerade. Eben ist der erste Trailer für Star Wars Episode 8 The Last Jedi von Disney hochgeladen worden, beziehungsweise auf der Star Wars Celebration wurde der gezeigt und jetzt ist er auch im Internet. Ich habe ihn gerade nur ganz fix auf meinem Twitter und meinem Facebook-Account gepostet und habe ihn mir noch nicht angesehen. Und ich bin hammermäßig gespannt, was uns da jetzt erwartet. Und ich habe mir gedacht, ich mache einfach, weil ich jetzt sowieso frei habe gerade und Zeit habe, mal so ein Reaktionsvideo auf den Trailer. Und das gucken wir uns jetzt an. Ich bin gespannt. Weltraum, okay. Doch nicht Weltraum. Das ist Mark Hamill. Ist das die Maske von Darth Vader gewesen oder die von Kylo Ren? Okay. Okay, krass. bisschen weniger krass, trotzdem krass, aber weniger krass, als ich erwartet hätte, muss ich tatsächlich sagen. Gut, wir haben jetzt Rey gesehen, wie sie von Luke trainiert wird. Wir haben Finn in einer komischen Situation gesehen. Poe, der ein bisschen rumgerannt ist und Sachen explodiert sind. Und den Millennium Falcon. Ganz kurz Kylo Ren. Und ja, ansonsten, das eine sah aus, das hatte nämlich das Logo von dem Jedi-Orden. Falls es ein Buch war, auf dem Buchrücken. Vielleicht stehen da alte Weisheiten, alte Regeln oder was weiß ich. Aufzeichnung der Jedi drin. Vielleicht kommt da auch wieder die Wiz ins Spiel. Keine Ahnung. Aber ja, auf jeden Fall wissen wir jetzt, glaube ich, auch, warum der Trailer The Last oder der Film The Last Jedi heißen wird. Denn Luke scheint nicht ganz so sehr davon begeistert zu sein, dass es noch weitere Jedi gibt. Klar, dass er wahrscheinlich so sein Selbstbewusstsein oder auch sein Glauben in die ganze Sache des Jedi-Tums verloren hat, weil es ist ja für ihn alles in die Hose gegangen komplett. Deswegen würde ich mal vermuten, das stützt sich mit so einigen Theorien, die es da gibt, nämlich, dass Luke tatsächlich der letzte Jedi sein wird und er zwar Rey in der Macht trainiert, aber sie halt nicht wirklich eine Jedi sein wird. Ne? Das ist immer wieder das alte Thema, die Leute missverstehen, dass Jedi und Sith Leute sind, die gut oder böse sind und die Macht benutzen. Das ist aber nicht so. Das sind halt Kampfmönche, sage ich jetzt mal. Gute und böse und die folgen einem bestimmten Credo und bestimmten Regeln, die sie sich selber auferlegt haben. Und wenn man das nicht praktiziert, diese Religion des Jedi-Tum, dann ist man halt auch kein Jedi. Von daher gibt es anscheinend einen Umschwung in der Galaxis. Und ja, krass. Ich bin gespannt. Ich bin jetzt sehr gespannt, wo das Ganze hingeht. Ich glaube, es wird mal wieder Zeit, für so ein Star Wars Video. Episode 8. Halbe Handlung. Ja, ich sollte nicht Dinge ankündigen, die sowieso wieder Monate brauchen, bis sie rauskommen. Aber ich hab Bock! Ich hab Bock! Ich hab Bock! Ich mach das. Demnächst. Tschüss.